vollständigen Schüttaufpapiere. Eine Abenteuerserie von C.S. Merton. Folge 9. Gefangen und verschleppt. Bombe. Wir sitzen alle auf einer Bombe. Das war jedenfalls der letzte Satz des Bundeskanzlers gewesen. Und die kleine goldene Gebetsmühle musste dem Pfälzer mit Bombe gründlich missverstanden haben, als er sie beiläufig dem Regal im Kanzleramt entnommen und in Gedanken ganz woanders einmal herumgedreht hatte. Dass sie nun wirklich eine Zeitmaschine war, die uns in die Vergangenheit katapultiert hatte, war inzwischen längst nicht mehr strittig. Kein Zweifel auch, dass sie uns zunächst in die Stadt Bombay gebracht hatte, wo man das Jahr 1890 schrieb. Und Li Feng, der würdige Chinese, zu dem wir geflüchtet waren, hatte die Mühle auch gleich wiedererkannt. Droben im Himalaya, unweit des Kailash, des heiligen Berges, hatte er sie vor vielen Jahren gesehen. In einem Kloster. Was blieb uns also anderes übrig, als Bombay eilig zu verlassen? Dort war das Pflaster ohnedies recht heiß geworden, denn der Kanzler war, freilich versehentlich, einem Fakir zu nahe getreten und hatte sich damit den tödlichen Zorn der Thugs zugezogen, einer Sekte, deren Lebenszweck allein darin bestand, ihre Zeitgenossen mit einem gelb-weißen Tuch zu erwürgen. So waren wir also in den Himalaya aufgebrochen, um die Lamas herzlich zu bitten, uns wieder zurückzuhelfen in das Jahr 1990, wo wir doch dringend gebraucht wurden. Unser Scout war Mr. Monsoon, Gorilla Monsoon, der amerikanische Abenteurer und Freund Li Fengs. Nach vielen Abenteuern waren wir, verkleidet als fromme Pilger, am Fuße des Himalayas angelangt, wir, die fünf Zeitreisenden, die wir uns seinerzeit im Arbeitszimmer des Kanzlers befunden hatten. Dr. Kohl selbst, dann Norbert Blüm, Hans-Dietrich Genscher, Gerhard Stoltenberg, nebst Omar dem Affen, den der Verteidigungsminister allerdings erst in Bombay als Wechselgeld eingehandelt hatte, sowie ich, der Ministerialrat Robert Schüttauf, der Protokoll führt über diese höchst bedenkliche Reise. Was mochten das für Krieger sein, die ihre Flinten auf mich angelegt und mich also gezwungen hatten, nackt und nass wie ich war, den kleinen Tümpel zu verlassen? Sorgsam in einen Teppich gewickelt, schleiften sie mich den Abhang hinunter, banden mich auf ein Pferd und brachten mich eilends fort von jenem Ort, an dem ich das erfrischende Bad genommen hatte. Waren der Kanzler und Gerhard Stoltenberg, waren Dr. Blüm und Hans-Dietrich Genscher, Gorilla Monsoon und Li Feng auch gefangen und gefesselt? Und womöglich nur Oma der Affe frei? Oder saßen alle bei der hübschen Nomadin im Zelt, ließen sich's gut ergehen, tranken eine Tasse Tee nach der anderen und hatten darüber längst vergessen, wo eigentlich ihr fünfter Reisegefährte, der treue Chronist dieses tibetanischen Abenteuers, abgeblieben war? Leider konnte ich in meiner Teppichrolle keinerlei Eindrücke der Landschaft, die wir durchquerten, in mich aufnehmen, weil mich die Männer so verschnürt hatten, dass auch mein Kopf gänzlich eingewickelt war. So hörte ich nur ihr leises Fluchen, mit denen sie die Pferde zu höchster Eile antrieben. Indes lange währte der Ritt nicht, und plötzlich ließen sich neue Laute vernehmen. Die Karawane blieb stehen, der Halteriemen wurde gelöst, der Teppich von vielen Händen ergriffen, einige Meter über steinigen Grund gezogen und schließlich ausgebreitet, sodass ich aus meiner Rolle hervorkullerte und wie betäubt liegen blieb. Irgendjemand warf ein sackleinernes Tuch über meine Blöße und als ich mich erheben wollte, drückte man mir die Stirn hinunter auf den Boden. Oh. In den Staub mit dir, du Hund! Verbeuge dich vor dem Tarju vom Barka! Wo kommst du her?
Wo gehst du hin? Was willst du hier? Aus Deutschland. Nach Deutschland. Und vor allem wieder nach Hause. Verrückt. Der weiße Teufel ist verrückt. In der allgemeinen Heiterkeit gelang es mir, den Kopf ein wenig anzuheben und mein Gegenüber einer raschen Musterung zu unterziehen. Vor mir saß auf einem Kissen ein vornehmer, gleichwohl noch junger Mann. Er trug einen grünseidenen Rock mit großen aufgeschlagenen Ärmeln, die die Ellenbogen sehen ließen. Auf dem Kopf hielt sich ein schwarz lackierter Hut in der Form einem Zylinder nicht unähnlich. Das Haar fiel in schwarzen Locken bis auf die Schultern nieder und reiches Gehänge aus buntem Edelstein hing von seinem Ohr. Und was ist das, Deutschland? Ein Land. Drunten, im Westen. Westen. So groß wie die Provinz, vor deren Fürst du kniest? Aber ja, nein, vermutlich nicht. Ein kleines Land, unbedeutend, harmlos und ganz klein. Ja, und was gibt es in diesem Deutschland? Sprich sonst. Ja, nun, was? Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sind des Glückes Unterpfand mit Herz und Hand, ja. Zu welchem Göttern betest du? Ja, nun, zum lieben Gott. Zum lieben Gott. Ja, so heißt er bei uns. Ja, und was ist das hier? Warum trägst du das Gewand des frommen Hindu, Pilgers? Nun, das heißt, wir... Du bist also nicht allein in unser Land eingedrungen. Nicht allein. Viele fremde Teufel sind da oben noch in dem Zelt? Die anderen waren also, Gottlob, noch frei. Allein, was half's? Diesem hohen Herrn, der da auf dem seidenen Kissen saß und von einer Reiterschar umgeben war, zu erklären, man sei allein, ohne Gepäck und Waffen, den weiten Weg von Deutschland ins Tibetanische hochgekommen, um sich dort einmal in aller Ruhe umzusehen. Nein, er würde es nicht geglaubt haben. Was? Bloß 4 weiße Hunde? Ein Chinese und 2 Affen? Ergreift eure Speere und Flinten! Speere und Flinten! Dass der Tarium unseren Scout Gorilla Monsoon missverständlich Omar dem Affen zugeschlagen hatte, sollte später noch einmal sein Leben retten. Fürs Erste wurde ich jedoch wieder in den Teppich gerollt, aufgepackt und unweit der Badestelle wieder abgeladen, gefesselt, geknebelt und unter meinem Teppich solcher Art gelagert, dass ein Argloser den Eindruck gewinnen musste, hier hätte sich jemand flugs zum Schlafen niedergelegt. Die Krieger aber verbargen sich nebst ihrem Anführer hinter einigem Gesträuch. Wie befürchtet, drangen alsbald nur zu vertraute Laute an mein Ohr. Wie sich dir an die junge Frau ranschmeißt, der Nobelblüm. Empörend, zumal der Kindesvater außer Hauses ist. Nicht wahr? Und erst der Kanzler liegt da auf dem schwarzen Jackfell vom Feuer und kann gar nicht genug zu essen kriegen aus diesem Kessel. Na, ich danke bestens. Insofern tut Ministerialrat Schudau freilich besser daran, sich hier in frischer Luft auszuruhen. Hab mich sowieso schon gefragt, wo der die ganze Zeit geblieben ist. Kommen Sie, wir wollen ihn aufwecken. Was fällt ihm ein? Hilfe! Ich konnte nicht sehen, geschweige denn verhindern, was mit den beiden Herren geschah. Ich muss schon sagen, heiß, 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 der Kessel. Ein bisschen fürs Luftschnappen. Ah, du, Travis. Mein lieber Charlie, da bleiben wir über Nacht. Naja, die natürlichste Sache von der Welt. Es gibt... Na, was? Es gibt allerdings eine Parallelfrage, die gleichzeitig läuft. Und? Blüm oder Kohl? Da, guck mal, der schüttelt auf. Liegt rum und pennt. Ach du Scheiße! Hilfe! Was, ihr Kerle? Der tibetanische Heerhaufe hatte sich nun bereits der gesamten deutschen Regierung bemächtigt, soweit sie jedenfalls die Reise in den Himalaya angetreten hatte. Und ich lag immer noch gefesselt, geknebelt, wehrlos, als Lockvogel unter meinem Teppich. Schlechtige Fremdlinge, äußerst merkwürdig. Herr Genschel und Herr Stoltenberg, schlechte Laune wegen jungem Weib. Herr Kohl und Herr Blum, gute Laune wegen jungem Weib. Und Herr Schuttauf schläft am Fluss. Plus Gulilla und Lifeng, normal.
Hilfe! 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 Als schließlich auch der Chinese in die Hand der Tibetaner gefallen war, wurde ich unter meinem Teppich hervorgeholt, erhielt meine Kleider wieder und wurde einen Abhang hinuntergestoßen, wo ich auf die anderen traf. Umringt von einer Schar bewaffneter lagen sie, noch recht benommen, auf der Erde. Wir wurden auf kleine, zottige Pferde gesetzt. Der Tarjum gab ein Handzeichen, die Karawane setzte sich in Trab. Auf La Barca! Die beiden Affen mögen hierbleiben! Los! Einen halben Tag stolperten unsere Gäule über große, runde Kiesel und folgten dem Flusslauf. Schließlich erreichten wir eine größere Ansiedlung. Rechteckige, weiß-graue Gebäude, die flachen Dächer von dunklen Grasbüscheln gesäumt. Auf jedem Haus flatterten Gebetsfahnen, drehten sich bunte Papierräder im Wind. Barca, der Sitz des Tariums, lag am Fuße eines kleineren Berges, der seine Schatten über Häuser und Felder warf. Dahinter aber, vom Licht der untergehenden Sonne noch beschienen, in zartem Lila, baumlos, der große Fels in klarer, fester Lineatur hervortretend, eine Kette riesiger Granitkegel. Hinter dieser mittleren Reihe und nur an wenigen Stellen von den Wolken ganz freigegeben, erhob sich schließlich eine dritte, ja eine vierte gewaltige Bergkette, deren Gestein das letzte Licht des Tages in die unterschiedlichsten Farben getaucht hatte. Rostrote Kuppen, bläuliche Grate, schwarz auslaufende Furchen, grün schimmernde Gletscher, Schneefelder von reinstem Weiß. Li Feng, der neben mir auf einem zottigen braunen Pferdchen saß, machte eine Bewegung mit dem Kopf zum Kanzler hin. Seht da oben, der Lipupas. Schweig, du chinesischer Hund! Allerlei Volk kam uns nun entgegengerannt. Männer in braunes Fell gehüllt richteten ihre Speere auf uns. Frauen in roten Wollmänteln, über die langes schwarzes Haar fiel, spuckten vor uns aus. Junge Mädchen, hübsche, biegsame Erscheinungen mit reichem Türkisschmuck und Silberkette, kicherten. Und die Knaben des Dorfes bewarfen uns mit Kot. Hätt's wirklich nicht gebraucht, das Baden. Schweig auch du! Aua, ich hab doch gar nichts gesagt, sondern so blieben war's. Oho, halt! Bringt die Eindringlinge in das Haus des Schweigens! Habt ihr das gehört? Das Haus des Schweigens! Muss ja eine fürchterliche Vorstellung für sie sein. Ich vermisse vor allem Oma den Affen, den treuen Reisekameraden. Patsche. Wir sitzen schlicht und einfach in der Patsche. Und da oben liegt der Lipupas. Und dahinter das Rätselslösung. Kaiwan Achigotum Baiwa. Altes chinesisches Sprichwort. Heißt, besuche nie hübsche Nomaden im Zelt, ehe du nicht im Gebüsch gründlich nachgeschaut hast. Das Haus des Schweigens stellte sich als ein finsteres Verlies heraus. Zwar abseits vom Dorfe gelegen, das Aufkommen jedes Fluchtgedankens jedoch an der starken Holztür scheitern lassend, die man hinter uns zugeschlagen hat. Gorilla, der ist entwischt mit den Jacks und den Gewehren. Nicht entwischt, hat aufgepasst. Du hast dich doch auch fangen lassen, Li Feng. Wegen Lächeln. Lächeln? Wenn zwei alte Männer bei einem jungen Weib im Zelt, Chinese muss so viel lächeln und geht weg. Übrigens genau wie Kollege Stoltenberg und ich. Herr Bundeskanzler, ich weiß nicht, wie ich erst einmal zu Hause der Fraktion dies alles werde erklären können. Zu Hause. Erst einmal müssen Sie zu Hause sein, Herr Stoltenberg. Darüber kann es doch gar keine Frage geben. Wenn Sie so dünnhäutig sind, dann wären Sie besser gleich da geblieben. Sie sind für Abenteuer und so ja überhaupt nicht geeignet mit Ihrer ständigen Meckerei. Leute, Leute. Doch ein rechter Streit mochte nicht aufkommen. Jeder von uns dachte bloß an das eine. Was hatte der Tarjum, der Herr von Barca, mit uns vor? Tarjum Flasche. Flasche? Flasche. Ausdruck von Herrn Blunkel hört. Sagt vorhin Flasche zu Herrn Kohl. Ja, was, das ist doch... Über Herr Genschel. Unnötig sich aufzuregen, lieber Kollege. Tarjum hat bereits Boten geschickt. Über Lipupas nach Kulzu. Dort steht großes Heer und Lama-Priester. Befehlen über Tarjum. Und dann? Fremdlinge zunächst viel Glück.
Gluck? Ja, Gluck. Fremdlinge werden über Lipupas gebracht. Ziel der Leise. Aber dann viel Pech. Pech? Dann auch Fremdlinge ohne Kopf, weil über Glänze, ohne Erlaubnis. Ich nahm nicht teil an dem allgemeinen Sätzen, den A's und O's, die meine vier Gefährten ausriefen, den heißen Stoßgebeten, die sie zum Himmel schickten, den derben Flüchen, die sie auf die Scheitel der Tibetaner häuften. Ich wand mich nicht auf dem Boden wie der Außenminister oder rannte gar mit dem Schädel gegen die Lehmmauer wie der Kanzler, sondern ich verhielt mich aus dem Bilde heraus, das ich seit jenen heißen Tagen von Bombay von dem Chinesen gewonnen hatte, vielmehr ruhig und abwartend. Und tatsächlich, Li Feng hob, nachdem sich alle wieder etwas beruhigt und nur noch hier und da stöhnten, erneut an. Vielleicht aber auch Tibetaner ohne Kopf. Li Feng, ich bitte dich, wie meinst du das? Nun erklären Sie sich, Feng. Belohnung, er bekommt eine dicke Was? Belohnung. Und ich sehe Oma wieder. Was? Sprich. Gorilla muss Li Feng noch Blautgeschenke geben. Was? Gorilla heiratet Mai Chi, jüngste Tochter von Li Feng. Menschenskind, was interessiert das uns jetzt? Deshalb holt Gorilla sein Schwiegervater aus Scheiße. Scheiße? Wort von Herrn Blum gehört. Auf jeden Fall befreit Gorilla Li Feng, weil sonst kein väterlicher Segen und somit auch keine Tochter. Gorilla, mein Sohn. In der Tat, die Grenzwachen des Tarkums von Barka schienen unseren amerikanischen Scout nicht erwischt zu haben. Ob er aber gegen 100 Krieger etwas würde ausrichten können? Der Sohn des Himmels schien sich hinsichtlich seines Freundes völlig sicher zu sein. Er rollte sich in seiner Ecke zusammen, wickelte sich in seine Jacke ein und schlief auf der Stelle ein. Der Kanzler langte nach der kleinen goldenen Mühle, drehte sie wie immer herum und flüsterte wie jeden Abend das magische Wort Pon, Pon. Allein auch diesmal geschah nichts, sodass er sie seufzend in seinem Hosensack versorgte und sich seinen Gedanken überließ. War es soweit? Stand der Henker schon vor dem Haus des Schweigens? Ich fuhr empor, aber es war noch alles dunkel. Ja. Gorilla und kein Frosch. Altes Zeichen zwischen Li Feng und Gorilla. Psst. Prächtige Fremdlinge schlafen lassen. Li Feng, hörst du mich? Li Feng hört. War verdammt schwer, an euch heranzukommen. Habe die Jacks und die Waffen drunten bei den Nomaden gelassen. Ehrliche Leute, das. Hat Gorilla noch Absicht, Vertrag über Li Fengs Tochter zu schließen? Aber ja, die Brautgeschenke. Keine Angst, Liebling. Ich hole dich hier raus. Und die anderen meinetwegen auch. Ich weiß nur noch nicht, wie. Und besser Zeit lassen als Fehler machen. Dauert lange, bis Boote über Lipo passen. War ganz meine Meinung. Wer ist denn noch wach außer dir? Nun, Herr Schutt auf. Hallo, Sir. Haltet die Ohren steif. Und noch was, Li Feng. Li Feng hört. Es treibt sich hier noch allerhand anderes Volk herum. Weiße Männer? Langnasen? Westliche Teufel? Nee, schätze nicht. Braune Burschen. Pilger. Von unten aus. Indien. Unser Scout entfernte sich wieder. Li Feng bedeutete mir mit unergründlichem Gesicht, diese Sache zwischen uns zu belassen und streckte sich wieder auf dem Boden aus. Draußen hörte man ferne Stimmen, eintönigen Gesang. Die Soldaten des Tariums schienen die Gefangennahme der fremden Teufel zu feiern. Wie viel Uhr? Als ob einer von uns noch eine Uhr hätte. Guck mal, die bringen uns was zum Essen. Die Morgensonne fiel durch das schwere Holztor in unser Gefängnis. Mit einer Lanze schob uns ein schwer bewaffneter Krieger zwei Näpfe herein. Da fresst ihr Hunde! Li Feng sieht großen Streit voraus. Was denn für ein Streit? Wegen dem deutschen Kaiser. Was denn für ein Kaiser? Das hat der Kanzler doch erklärt damals im Zug. Wir haben keinen Kaiser, sondern einen Bundeskanzler. Bundeskanzler ist nichts wert. Wessel ist Kaiser. Eine unerhörte Provokation. Aber so lassen Sie doch den Herrn Feng einmal zu Wort kommen, Herr Dr. Kohl.
Was uns der Chinese nun auseinandersetzte, war freilich ein Plan, der es wert war, in aller Ruhe überdacht zu werden. Dem Tibetaner, so seine Li Fengs Erfahrung, müsse mit Würde und Sicherheit begegnet werden. Jedes Jammern und Klagen, jedes Flehen und Bitten führe unweigerlich dazu, dass uns noch vor dem Eintreffen womöglich das Haupt vom Rumpf getrennt würde. Dazu aber wäre es gut, aus unserer Mitte jemanden als Fürsten, König, ja am besten gleich als deutschen Kaiser zu bestimmen, um beim Tarium und den Lamas gehörig Eindruck zu machen. Denn ein Bundeskanzler sei, wenn ihm Li Feng das offene Wort erlaubt sei, völlig wertlos im Himalaya-Gebirge. Ein durchaus einsichtiger Plan, Herr Feng. Gut. Ich bin dazu bereit. Ja, wieso dann ausgerechnet du, Stoltenberg? Zum Kaiser, also da braucht's. Na, das wisst ihr so gut wie ich. Internationale Erfahrung, Verhandlungsgeschick und Fremdsprachen. Fremdsprachen? Wozu brauchst du denn hier Fremdsprachen? Seitdem wir von zu Hause weg sind, verstehen wir doch jeden Landsmann, ob Inter, ob Chinesen, wie im Karl-May-Buch. Außerdem hast du doch erst das Englisch gelernt, nachdem du Außenminister geworden bist. Und zwar auf Kosten des Steuerzahlers. Also, ich glaube, dass ich am besten ankäme hier in Tibet. Schließlich habe ich letztes Jahr noch den Dalai Lama empfangen. Als einzigster von euch. Richtlinienkompetenz. Die habe ich, die Richtlinienkompetenz. Da will ich mich gar nicht weiter streiten. Ich habe die Mühle, hier bitte, und ich werde der deutsche Kaiser. Fertig. Die anderen Herren trugen es mit Mohren. Allein sie trugen es. Der Kanzler richtete sich im Vollgefühl des großen Amtes hoch auf. Ober! Der sogenannte deutsche Kaiser hat soeben unser Frühstück umgeworfen. Und verlangte eine Art Krönungszeremonie. Wie damals im Spiegelsaal von Versailles. Wir mussten vor ihm niederknien und ausrufen. Hoch! Hoch der deutsche Kaiser! Forma! Hoch! Hoch! Meinetwegen! Hoch! Hoch! Danke, danke, meine Herren. Ich nehme die Wahl selbstverständlich an. Wer weiß, was sich jetzt noch für Possen ergeben hätten, wenn eben in diesem Moment nicht von draußen lauter Lärm zu uns hineingedrungen wäre. Ja, was ist denn? Gerade jetzt? Li Feng legte sich auf den Boden und äugte durch den Spalt an der Tür. Soldaten des Tarkum alle tot oder geflohen. Dorf blend. Deutscher Kaiser hat großes Glück. Erste Gesandtschaft kommt zur Gratulation. Bedauerlicherweise lauter Tag. Sachs, Sachs, Sachs! Keine 5 Minuten bis der Kaiser und dann sowas. Wieso muss, als bereits die Rauchsäule des Scheiterhaufens in die klare Luft des Himalaya emporsteigt, Hans-Dietrich Genscher oft an Piroschka denken? Wird Omar der Affe dem Ganzen schlussendlich doch noch die entscheidende Wende geben können? Dies alles und vieles mehr werden Sie erfahren, wenn es übermorgen Abend leider zum letzten Male heißt: Himalaya, die vollständigen Schüttaufpapiere.